Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der vierte Tag im Monat Kislev. Der Rambam sagt uns, es gibt insgesamt 21 Tage von Feiertage in dem Jahr. 21 hat die numerische Zahl von 8. 8 Toi Vachesed. Die Feiertage sind für uns in Wohltätigkeit ein guter Geschenk von Gott an uns. Weil die Feiertage zeichnen uns aus und die Feiertage geben uns auch eine Kraft, wo wir neue Energie aufladen können. Deswegen, jeder Feiertag hat eine andere Aufgabe. Heute sagt der Name immer die Feiertag von Sukkis. Sukkis ist die Feiertag, die herum und herum von allen Seiten uns umarmt. Weil Sukkis ist die einzige Feiertag, die einzige Mitzvah im ganzen Torah, außer Mikwe. Die Mikwe ist nicht immer gleichgültig bei Männern, bei Frauen, welche Zeiten etc. Aber Sukkis ist die einzige Feiertag, die einzige Mitzvah überhaupt, dass wir befinden uns drin. Jede Mitzvah wird gemacht mit einem anderen Körperteil. Torah leider mit dem Kopf, Tfilin mit dem Hand, Laufen in der Synagoge mit den Füßen. Aber Sukkis ist eine Mitzvah, wir befinden uns drin. Und deswegen ist Sukkis eine besondere Mitzvah, die heißt Makif, herum und herum von allen Seiten. Der Rebbe sagt mir im Jem, genau wie es gibt eine Mitzvah, die Hände zu waschen vor dem, was wir haben zu machen. Die sagt die Gemara in Yuma, es gibt eine Mitzvah, die Hände zu waschen vor dem, was wir segnen. Was ist genau, wie funktioniert das genau? Hier muss man nur die Fingerspitze machen und danach, als es noch nass ist, wir legen das auch von den Lippen. Und die Gemara gibt zwei Gründe dafür. Ein Grund ist, weil die Essen war salzig und man kann danach das in die Augen legen, das kann eine Gefahr sein. Aber ein zweiter Grund ist, die vielleicht heute noch aktueller ist, ist das vor dem, was wir erwähnen, Hashems Namen, und wir machen eine Mitzvah von der Teure mit Hashems Namen, wir waschen unsere Hände symbolisch, hier handelt es nicht um Unreinheit, weil wäre die Hände unrein, hätten wir nicht essen dürfen. So die Hände sind rein, spirituell. Es handelt um eine zusätzliche Heiligkeit, das wir nehmen auf uns, vor dem, was wir den Namen von Hashem segnen und erwähnen.